Hallo Leute und herzlich willkommen in meinem Kanal. Heute zeige ich euch die zweite Teil von meinem Bollywood-Sammlung und wir legen mal los, ne? Also unser erster Film ist My Name is Khan mit Shah Rukh Khan und Kajol. Echt ein schöner Film, empfehle ich euch auf jeden Fall zu gucken. Also wer wahre Shah Rukh Khan-Fans kennen den bestimmt. Und mein nächster Film ist Devdas, Flamme unserer Liebe mit Aishwarya Rai, Shah Rukh Khan und Madhuri Dixit, Dev, Paro und Chandramukhi. Diese drei Personen werden ineinander sich finden. Also auf jeden Fall gucken. Mein nächster Film ist ein Film von 1997, Pardes, American Dreams, Indian Soul, mit Shah Rukh Khan und Subhash Gahi. Ist auch ein schöner Film. Der ist Musiker. Sie ist die Tochter von der Vater von seinem besten Freund, glaube ich. Dann verliebt er sich in sie, aber sie heiratet einen anderen und die Chaos und Chaos, also musst ihr auf jeden Fall gucken. Und ein schöner Song sind dabei. Es sind auch schöne Songs dabei auf jeden Fall. Dann haben wir hier einer meiner Favorite-Filme, Bazigar. Das erste Bollywood-Film von, also das erste Film von Kajol und Shah Rukh Khan. Also auf jeden Fall gucken. Und Bazigar heißt auf Deutsch, glaube ich, der Spieler oder so. Keine Ahnung. Aber ich glaube, sowas muss das sein. Der Spieler. Unser nächster Film. Wir werden uns finden. Milenge, Milenge mit Shahid Kapoor und Kareena Kapoor. Ist auch sehr schön. Wurde eigentlich. Also der Film wurde eigentlich in 2006 gedreht. Aber erst in 2010 wurde das rausgebracht. Weil Karina und Shahid waren in der Wirklichkeit zusammen, wo die das Film gemacht haben. Und die haben sich getrennt, deswegen ist der Film nicht rausgekommen. Aber dann haben sich die wieder so vereinigt, dass der Film doch rauskommen soll. Und Melinge Melinge wurde so halt in 2010 rausgebracht worden. Mein nächster Film, Happy New Year, Herzensdiebe mit Deepika Padukone. Deepika Padukone und Shah Rukh Khan und Abhishek Bachchan gibt es auch. Und der Film ist einfach Hammer, sehenswert, schöne Story, auf jeden Fall nicht verpassen, auf jeden Fall gucken. Der lief sogar auf RTL 2 zweimal. Mein nächster Film, ein göttliches Paar, Ratne Banadi Jodi mit Anushka Sharma und Shah Rukh Khan. Mit dem King of Bollywood ist wahr. Und der Film ist auf jeden Fall sehenswert. Auf jeden Fall. Den müsst ihr euch anschauen. Jetzt kommt einer meiner aller Lieblingsfilme, wie Und Sarah, die Legende einer Liebe, weil der Film ist mein erstes Bollywood-Film, den ich mir gesehen habe. Und ich wurde danach Bollywood Freak. Ich bin immer noch Bollywood Freak. Ist schon 12 Jahre her, dass ich schon zum ersten Mal gesehen habe. Und ja, Bollywood forever with Veer and Zara. Mein nächster Film, Ich bin noch für dich da, Mehuna mit Shah Rukh Khan und wie hieß sie nochmal? Oh, Sunny, nein, Sumita Shen, Sen. Die war auch sogar Miss India, glaube ich, in 97, 95, irgend sowas. War Miss India oder so. Ja, kennt jeder. Es spielt auch öfters bei RTL 2. Mein nächster Film ist Equillen mit Chitra. Wie hieß er nochmal, warte? Shihit, wie hieß sie? Oh, der Name steht mir scheiße. Auf jeden Fall, sein Name ist Shahadra Kapoor
Und wie Sita Shihadrat Kapoor oder so eins von beiden. Genau hier steht, glaube ich, bestimmt hier irgendwo der Name. Warte. Nö. Egal, ich erzähle euch mal den Film. Und den Film, also das gibt es nicht auf Deutsch erstens, nur auf Indisch mit englischem Untertitel. Ich habe es sogar von einem indischen Laden gekauft. Und also der ist ein Verbrecher, Villain heißt Verbrecher, Dieb und so, Bösewicht. Und Aisha ist ein nette, sympathische Mädchen, halt, die verlieben sich, aber ach, egal, ich kann das euch nicht erzählen, das müsst ihr auf jeden Fall gucken. Der Film ist brillant, den müsst ihr selber gucken, wirklich, Leute, das müsst ihr selber an euch schauen. Mein nächster Film ist Chennai Express, wieder von Deepika Padukone und Shah Rukh Khan ein Film. Ist schön, trashmäßig bisschen, aber ist auch geil. Dann haben wir hier Don, The King is Back. Das ist der zweite Vorsitzende von Don, das Spiel beginnt. Und wurde die Teil des Films wurde in Berlin gedreht mit Priyanka Chopra und Shah Rukh Khan. Dann haben wir hier Don 1. Das Spiel beginnt. Wieder mit Priyanka Chopra und Shah Rukh Khan. Also auf jeden Fall gucken. Also wenn ihr den zweiten Teil guckt, müsst ihr auch den ersten Teil gucken. Sonst versteht ihr nicht, was darum geht. Dann haben wir hier Solange ich lebe, Jab Tak Hai Jaan mit Shah Rukh Khan, Katharina Kaif und Anushka Sharma. Einer der besten Filme. Und das war leider der letzte Film von Yash Chopra, die er gedreht hat. Danach ist er ja gestorben, bevor der Film rausgekommen ist. Dann haben wir hier Bang Bang mit Hrithik Roshan und Katharina Kaif. Müsst ihr auf jeden Fall gucken. Also das empfehle ich den männlichen Fans. Bang Bang auf jeden Fall gucken. Dann haben wir hier Echte Freunde mit Abhishek Bachchan, Priyanka Chopra und John Abraham. Ist auch ein schöner Film, müsst ihr auch euch mal ansehen und ist rimmlich lustig. Dann haben wir hier Fana im Sturm der Liebe mit Amir Khan und Kajol. Der Film ist einfach Hammer. Leute, wo ich den mir angesehen habe, ne? Habe ich so erstaunt geguckt. Also meine Mund war bestimmt nach dem Filmende so 5 Minuten lang offen gewesen. Auf jeden Fall so schöner Film. Kann ich euch empfehlen zu gucken. Dann haben wir hier Butnat, Ein Geiz zum Liebhaben mit Juhi Chawla und Shah Rukh Khan und Banku Peya. Also auch ein schöner Film. Und Amitabh Bachchan, unser großer Held. Auf jeden Fall sehenswert, schöner Familienfilm, Comedy, Drama, alles drin. Auf jeden Fall gucken. Dann haben wir hier Toda Pyar, Toda Magic, ein Engel zum Verlieben mit dem Traumpaar Rani Mukherjee und Saif Ali Khan. Rani, sie ist ein Engel, der kommt, wird von Gott nach Erde geschickt, damit er diese Kinder hilft. Und ja, so beginnt das Geschichte halt. Danach haben wir hier Gabriel wieder Naki Hena, bis das Herzglück entscheidet. Ich mag den Film nicht, aber ich weiß nicht, warum ich das auf DVD gekauft habe. Ich weiß nicht, bestimmt wegen Shah Rukh Khan und Pretty. Und ja, mit Amitabh Bachchan, mit Abhishek Bachchan, Rani Mukherjee, Shah Rukh Khan, Preeti Zinta und La La La. Ich hasse den Film, Leute. Ich hasse diesen Film. Also müsst ihr euch auch nicht gucken, ich hasse den Film. Dann haben wir hier unser letzter Film. Bilu Baba ist auch ein schöner Film mit Irfan Khan und Shah Rukh Khan in der Hauptrolle und Lara Dutta. Auf jeden Fall sehenswert, Leute. Der ist echt schön gemacht worden. Über Freundschaft, über Arm, Reich. Also würde ich euch wirklich empfehlen. So, Leute, das war mein Bollywood-Sammlung. Hier sind noch mehr. Eigentlich habe ich noch mehr, aber das zeige ich bei einem anderen Video.
Ja, abonniert, ein Like würde ich mich freuen und bis bald. Ciao.